Hey Leute, was geht und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Village. Heute wird unter anderem auch ein bisschen was gebaut, aber hauptsächlich erkläre ich euch, wie wir das hier vorhaben. Und zwar müssen natürlich diese ganzen Lavaströme weg, leider auch die Wasserströme, in die wir eigentlich sonst immer reinfallen. Das Loch da oben wird zugemacht, damit wir hier halt etwas, sagen wir mal, versteckter leben. Und hier unten kommt Gras hin. Woher wir das Gras nehmen? Wir haben Grasblöcke, da ein paar Endermans sich gedacht haben. Jo, ich nehme mal einen Grasblock mit. Oh, scheiße, da ist Kiki und die haut mich jetzt weg. Und das hier können wir wegmachen. Übrigens haben wir voll Glück, weil wir haben hier anscheinend einen Slime-Chunk, weil hier zwischendurch mal ein paar Slime spawnen. Und das ist sowas von cool. Ja gut, mit den Villagern könnte das ein bisschen problematisch werden, aber ich habe auch vor, dass die alle immer in ihren Häusern bleiben, damit man sie nicht suchen muss, die nicht aus heiterem Himmel verschwinden, weil ein gewisser Zombie oder so meint, yo, lecker Villager, den schnappe ich mir mal. Es ist nämlich in meiner Singleplayer-Welt passiert, dass dann plötzlich ein Dorfbewohner, der mir übrigens Reparaturbücher verkauft hat, einfach weg war und ich dann so, yo, scheiße. Let's Plays, wo Leute dann zum Beispiel bauen und halt dann währenddessen reden. Und währenddessen kann ich dann immer gut bauen. Muss arbeiten. Bis später. Ja, viel Spaß auf der Arbeit. Mischka ist jetzt nämlich neu im Projekt. Ob wir noch Platz hätten. Und das hätten wir ja, weil am Anfang ja zwei Leute rausgeworfen wurden. Weil die ja meinten, Schwachsinn zu machen. Beziehungsweise uns den ganzen Spielspaß zu zerstören. Und deswegen haben wir jetzt zwei Plätze frei gehabt. Einerseits Skilltex und Headset Mischka sind dabei. Und damit sind wir wieder 10. Boah, diese Katze, ey. Geh auf den Rasen. Komm, Mundi. Geh auf den Rasen. Mindestens einmal mit jedem aus diesem Projekt aufgenommen habe. Immerhin wollte ich ja damit auch neue YouTuber kennenlernen. Und das wird nichts, wenn ich die ganze Zeit nur mit Justima aufnehme. Mit Gaming Dad wollte ich auch aufnehmen, aber der hat sich noch nicht gemeldet. Ja. Soweit seid ihr jetzt informiert. Oh. Im Dorf von Baby Little Black Angel und Skilltex ist sie beim letzten Video, also gestern, ist ja da einfach runtergeschmissen worden wegen ihrem Internet. Ach ja. Dann hat sie jetzt eine kleine Zugreise vor sich. Ich hoffe mal, dass es heute noch nicht passieren wird, dass sie mich angreift. Das wäre nämlich ziemlich blöd. Hauptsache, du fällst mich nicht an mit deinem Phantomzeug da. Vielleicht. Übrigens müssen wir wieder meinen gehen. Was heißt denn vielleicht? Oha. Tja, dann war es wohl Magie. Magie. Oh, vielleicht sollte ich mir ein bisschen was zu essen mitnehmen. Ich geh doch nochmal runter. Na toll. Jetzt muss ich die Treppe nehmen. Aha, hier kann ich nur runterspringen. Alter! Was? Wird das Loch einfach so klein gemacht? Was oder bin ich immer woanders runtergesprungen? Ich habe Sicherheit gemacht. Na toll, ich wäre fast gestorben wegen deiner Sicherheit. Alter, ich glaub's nicht. Der Regen könnte auch gerne aufhören. Apropos, ich habe vergessen zu sagen, dass ich jetzt allen, auch mir, OP wegnehmen werde, weil das gegenüber den anderen unfair ist. Ja, und Vampira, ne? Allen. Wer denn alle? Vampira, ich und ich glaube der zweite Account von Spieltiger. Also theoretisch nur Vampira und ich, die auch auf dem Server spielen. Ja, cool, ne? Ja,
Er hat jetzt zwar eine Teleportierplattform gemacht, aber er benutzt das halt schon sehr oft. Deswegen. Ja. Das finden andere halt unfair und da ich ja zu allen gleich nett sein möchte, werde ich auch mir OP wegnehmen. Das heißt, wenn du weit weg bist, musst du alleine nach Hause finden. Haha. Doch auch. Ja, ich bin ja aber meistens schon zu Hause, wenn du da noch stehst, weil du beim wegen deinem Internet genau an der Stelle rausgesprungen bist. Hi, Ursula. Warte. Hier. Ursula, meine Uhr. Sieht gut aus. Ja, ne? Du musst wissen, Ursula kann manchmal auch ein bisschen nachtragend sein. Ich habe sie mal aus Versehen in Lava fallen lassen, weil ich gestorben bin. Und dann war sie sehr wütend auf mich. Ha, also wird sie schnell wütend. Ja, sie ist sehr nachtragend. Sie hätte mir fast die Freundschaft gekündigt. Ach du meine. Nur weil du sie im Stich gelassen hast? Nur weil du sie im Stich gelassen hast? Natürlich! Ich kann ja schon. Ich bin hier oben. Guck mal nach oben. Ja, ich hole mir kurz eine Spitzhacke raus. Ja, viel Spaß dabei. Nein, ich warte so lange. Ja, super, danke. Komm jetzt! Ach du Scheiße! Alter! Du wirst in der Folge sehen, was passiert ist. Ich werde jetzt nicht weiter kommentieren. Komm jetzt mit! Dann springe ich nochmal runter. Ich habe keine Rüstung und so. Und wir haben kein Eisen. Warum hast du keine Rüstung? Ja, weil die kaputt ist. Ups. Wegen dir. Ich habe damit gar nichts zu tun. Du bist einfach ständig irgendwo runtergefallen und in Lava gesprungen. Was kann ich dafür? Wegen dir bin ich nur runtergefallen. Jo, schieb's halt alles auf mich. Ich hätte mir keine Spitzhacke gebaut. Das ist sehr schlau. Ja, kannst du kurz eine Werkbank oder so platzieren? Hast du Stöcker für mich? Ach ja, wenn du mich nicht hättest. Dann wäre ich sehr... Gibst du mir die Werkbank zurück? Nee. Gib mir die Werkbank! Nee! Das ist meine! Gib her! Wir überprüfen uns einmal wegen ein Stück Holz, Alter. Gib mir die Werkbank! Meine schöne Hose. Geht's noch? Geht's noch? Geht's noch? Ich hole dich auch gleich mit meinem Schwert, weißt du? Gib mir die Werkbank! Gib sie mir! Ist meine. Gib her. Gib her. Moment. So. Hier, guck mal. Wow. Wahrscheinlich eine sehr große Höhle. Gib mir die Werkbank. Ja, ich kipp sie dir in der Höhle, wenn wir eins gefunden haben. Ich will eins suchen. Hier. Wo sind wir überhaupt gerade hin? Hier, Eisen! Hübsch! Guck mal, Zombies! Und ja, die attackieren dich, Spaß. Das finde ich sehr nett. So, dann kann ich sie ablenken. Komm her, komm. Ja, braver Zombie. Ist tot. Super. Ich suche eine neue. Ich bin der Hund dafür. Durch diesen Phantombiss sind jetzt deine anderen Sinne viel schärfer. Ja. Das heißt, du kannst jetzt besser gucken. Na gut, vielleicht nicht. Jein. Aber du kannst jetzt Erze erschnüffeln. Ich rieche irgendwas. Hier hat anscheinend jemand Sand gefarmt. Wieso riecht's noch Sand? Ja. Ah, Super Mecca, bleib mal kurz dort, wo du gerade bist. Ups, ich wollte was essen.
Oh nein. Hier ist eine Höhle. Ein Phantom. Das ist Kohle. Yay. Ich fühle mich an wie ein Haustier. Du bist jetzt mein Haustier. Du suchst Kohle. Ich habe Eisen und Kohle gefunden. Ach, ist doch toll. Hast du auch mal was? Du musst einfach weiterlaufen. Ich rieche es. Was? Das Dorf. Was für ein Dorf? Oh. Das Geisterdorf, das nur wir sehen können. Ja, weil niemand es findet. Ja, komisch, ne? Oh, ein Creeper. Oh, nee. Ein Wolf. Wo bist denn du? Ich habe einen Creeper gefunden. Und einen Wolf. Ein Fuchs. Ein Fuchs. Ein Fuchs. Ich jag den Fuchs jetzt. Fuchs. 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 Was bist du denn für ein Hund? Da ist übrigens ein Creeper hinter dir her. Oh, ein Fuchs. Ein Fuchs. Ein Fuchs. Oh, ich rieche irgendwas Starkes. Da ist ein Creeper. Riechers. Es ist nach. Hey. Ups. Oh, hier ist ein Creeper. Oh, genau. Junge, geht's noch, den Creeper einfach in mein Gesicht zu schießen? Haha. Haha. Alter. Was ist das für eine Reaktion? Ich habe ja auch zwei Wege noch. Dann mit einem Supermaker. Geht's noch? Das wird mein neuer Lieblingsspruch. Okay, ich sollte so. Ich anfangen mit Nanny. Nanny? Nanny! Nanny! Anime reden also über. Das ist einfach. Und aufnehmen und Höhle. Und meine Höhle ist vorbei. Ich komm zu dir. Oh, jetzt muss ich es wieder erriechen. Soll ich dir die Koordinaten geben? Weißt du, was passiert ist? Was? Ein Skelett hat mich abgeschossen. Ich wollte nach hinten laufen und dann war da die Schlucht. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich überhaupt hin? Ich bin so tief runtergegangen, wie der Gang es erlaubt hat. Oh, Scheiße! Ah. Warum lachst du jetzt so? Ich hab geschossen. Sag mal, spinnst du? Du meinst doch nicht ernsthaft, dass ich ohne diese Phantomnase, die du besitzt, wieder zurückfinde, oder? Ich hab's errochen und du nicht. Ja, weil ich kein Phantom bin. Was passiert mal, dass ich dich angreife? Ich hab mir das schon gedacht, ne? Ich wollte gerade sagen, scheiß Skelett im Moment. Es war bestimmt kein Skelett. Ich bin jetzt im Geisterdorf, das heißt, jetzt muss ich links. Links? Da musst du den Fluss überqueren und einfach ein Flussufer entlang spazieren. Passiert mal, dass ich dich angreife, das weißt du ja, ne? Das war aus Versehen. Das war aus Versehen. Ich kann mich nicht kontrollieren. Sagen wir mal so. Ja, schieb's schön auf deinen Phantombiss, ey. Das ist meine Krankheit. Du kannst nicht einfach alles da drauf schieben. Doch, kann ich wieder. Du kannst mir gar nichts verbieten. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich fress dich sonst auf. Sicherlich nicht. Sicherlich doch. Gefunden! Die sind weg. Die spawnen? Ja. Verdammt nochmal! Komm jetzt.
Warum zur Hölle schreibst du das in den Chat? Ah, du bist da. Ich hab mich gefragt, was du da machst. Boah, ich hab dich gar nicht gesehen. Ich hätte dich auch fast verloren. Hab's dann aber doch gelassen. Ja, wohin gehst du? Warum gehst du raus? Weil dann sag dir doch, ich bin im Haus. Weil dann Skelett ist. Also hast du Kopfschmerzen, ja? Ja. Wir müssen unbedingt einen sicheren Raum für dich bauen. Hast du dich mal im Video angeguckt? Warum? Ja, such dir mal einen Spiegel. Kannst du bitte diesen Schwert wegpacken? Scheiße, jetzt ist die Tür zu. Kannst du das bitte? Danke, das ist noch schlimmer, das ist verzaubert. Dann geh weg. Wir brauchen unbedingt einen sicheren Raum. Ich weiß nicht genau, ob wir dich da einsperren oder ob ich mich da einsperre, aber... Wir brauchen hier irgendwo eine Treppe, wo machen wir die lang? Ah, du bist schon direkt hinter mir. Kein Wenn und Aber. Was? Geht's noch? Sag mal, spinnst du? So, jetzt wachsen die Pflanzen. Bist du dumm? Aua! Junge, drehst du durch? So, jetzt wachsen die Pflanzen. Ach, hier wächst es doch auch nicht. Junge. Man muss echt hier aufräumen. Sag mal, warum brenne ich die ganze Zeit? Ich bin nicht mal in den Laber reingelaufen. Hörst du jetzt bitte auf, überall Lava hinzulegen? Bist du bescheuert? Alter, du machst dir alles kaputt! Ich wollte es eigentlich da reinpacken. Du machst alles kaputt. Ich glaube, wir brauchen wirklich dringend diesen Raum. Und sauber machen. Sie dreht langsam aber sicher durch. Und sauber machen. Okay. Das wird schon. Ich hab doch gesagt, bevor sie wieder herkommt, brauche ich so einen Raum. Abbauen! Oh Mann. Mein Hund! Uiuiui. Okay, jetzt müssen wir uns beeilen. Oh, lecker! Scheiße! Nein! Was ist denn? Das ist nicht dein Ernst. Du hast jetzt... Geht's noch? Oh, und darunter können wir nicht. Fuck. Was machen wir denn jetzt? Okay. Ruhe bewahren. Was? Ach so.
Warum gibt es hier keine Lava mehr? Ich habe kein Lava mehr. Ich gehe jetzt zur Spieltheke und gucke weiter. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, okay, okay. Ich habe eine Idee. Doch irgendwo Lava, ich weiß es. Ich rieche es. Ach du Scheiße. Aber wie es aussieht, können Phantome keine Steine abbauen. Das ist ja schon mal praktisch. Irgendwo. Ach, dann gehe ich kurz in Netherportal rein. Oh mein Gott. Die dreht total durch. So. Lava, Lava, Lava. Put, 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 put. Wir müssen es extra so groß machen. Aber ich bin nur froh, dass Phantome keine Blöcke abbauen können. Wir können ja nur beißen. Sonst könnte sie nämlich Blöcke abbauen. Oh nein. Das ist so weg. Obwohl, da muss ich wenigstens keine Angst mehr haben um mein Leben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie Justy mal durchgedreht ist. Ich hoffe, dass die nächste Folge besser wird. Ansonsten habe ich noch einiges vorzubereiten. Bis zum nächsten Mal und ciao.